Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2 mit Tod unterwegs in dem Mekes Realm. Tja, jetzt werden wir wohl erfahren, was denn in dieser Tür liegt. Konstrukte. Böse Konstrukte. Sowas mag ich ja nicht, wenn du mich bewirfst. Jungs, ich glaube, ich geht's zu gut. Zack. Ja, mein Freund. So leicht bin ich nicht klein zu kriegen. Ich mag die Musik aber auch irgendwie. Gut, dass ich die Collector Edition habe, wo auch Soundtrack und Art und Maske von Tod dabei waren. Ja, ich bin voll stolz, dass ich die habe. Ist wirklich sehr, sehr selten. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was wert ist. Kann ich nicht mal so genau beantworten. Dungeon Map ist ja geil. Aber gut, ne? Was ist denn hier los? Ein Stalker. Nehmen wir doch mal hier unsere Ghouls. Die hauen ganz gut drauf eigentlich. Ja, wenn man beim Kämpfen immer ab und zu über die Items läuft. Oh. Stalker's Bone. So. Nehmen wir nochmal wieder eine Potion, damit wir einen einsammeln können und dann hier eins rumheult. Wie so ein kleines Kind. Der gute Tod. So, hier müsste jetzt der Schlüssel drin sein. Ja. Skeleton Key. Wir haben jetzt erstmal, was haben wir bekommen? Eine Mace. Ein Stoker's Bone. Ist ja cool. Eigentlich können wir aber. Das Ding ist eigentlich relativ gut. Und wir haben Critical Chance, also von daher können wir es einfach mal upgraden. Und zwar verfüttern wir. Ach nein, das geht nach Leveln. Richtig. Richtig, 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 das ist ja gut. Die dazu. Sacrificen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und erstmal den ganzen. Du weißt, Kram bringt eigentlich auch nicht viel zu sacrificen, leider. Von daher lassen wir den Kram jetzt erstmal. Aber man kann damit nur 5 Level machen. Holding Zettel sammeln das. Ach ja, wenn man feststeckt, ne? Wenn man feststeckt. Kann man einfach runterspringen und sterben. Kann man hier nicht einfach drüber irgendwie? Wahrscheinlich über die Wand. Nicht so über die Wand, mein Freund. Nicht so über die Wand. Nee, gut, mein Freund. Also, wir können das jetzt nochmal ein bisschen üben hier. Ja, so. Genau so will ich das haben. Genau so. So, dann gibt es hier hoffentlich auch einen Shortcut. Aber man kann einfach drüber springen. Und noch ein Wulgrim Pendant. Whatever Ding mitnehmen. Na gut, also ihr merkt schon, das wird wieder kein 100% dran. Dafür bin ich einfach nicht in der Lage, das hinzubekommen, weil ich, wie gesagt, ist schon länger her, das gespielt habe. Zack. So, Dalle. Jetzt können wir hier mal die Tür aufmachen. Da fand ich in Darksiders 1 ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ich will nicht sagen cooler, aber irgendwie schon cooler. Lumps. Ja, also ihr seht schon, das ist eigentlich
nicht wirklich ein Rätsel. Das zeigt einem eben nur, was die Dinger können. Damit man halt für spätere Rätsel vorbereitet ist. Oder auch nicht. Ist es hier richtig? Jupp. Yep. Wo geht's denn jetzt weiter? Wo geht's denn? Ah, ja. Da. Und links rum. Wie rum? Larum Löffelstiel. Ich habe aber gerade gesehen. Hier ist noch eine Truhe. Hier hinten ist sogar eine Truhe. Cool. Die meinte ich eigentlich nicht. Ich meinte eigentlich die andere. Aber danke, dass du meine Erkundungswillen belohnt, Spiel. Hier ist die Truhe. Ah, in dem Raum. Ha. Das ist ja gut. Das ist ja echt gut. Truhe! Loot, 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 loot! Meiner! Meiner, meiner, meiner! Zack! Ja, ist noch mehr Loot. Give me Loot! Give me, give me, give me! Wieder eine schöne Truhe. Wahrscheinlich irgendwie ein Kompass oder so ein Scheiß. Ich weiß gar nicht, gibt's hier einen Kompass? Impossible. 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 Nein, wir haben aber eine grüne Waffe wiederbekommen. Und Schultern. Schultern. Komm, Schultern. Equip. Und ein neues Amulett. Ist auch besser als unser altes. Ist schlecht, aber die hat Frost Damage. Und was sagt uns das? Wir knüppeln hier einfach mal hier drauf. Sacrifice. Und den Sage Talisman. Accept. So, Critical Chance. Können wir enhancen. Oder Critical Damage. Arcane Critical Damage, das bringt nicht viel. Critical Chance. Gehen wir mal hoch. So, jetzt seht ihr, das Ding ist jetzt hochgelevelt. Macht mehr Schaden. Und hat eine höhere Crit-Chance. Das ist prinzipiell das, was diese Waffen ausmacht. So. Weiter im Text, ne? Weiter im Text. Na komm. Plumps. Ich glaube, ich kann ja auch einfach mich fallen lassen. Kann ich. Wie gut. Wo bin ich jetzt? Ah, hier bin ich jetzt. Das ist gut zu wissen. Na, wahrscheinlich ist das jetzt eine Shortcut. Jetzt nicht diese Tür hier, aber die hinter mir. Ja, das müsste Shortcut sein, zurück zum Anfang. Ist auch schön, dass die Dungeons eben so designt sind. Zack. Gibt's hier noch irgendwo was? In diesem Korridor anscheinend erstmal nicht. Dann gehen wir mal diesen Korridor lang. Und kicken uns mal um, ne? Kicken wir uns mal um. Hoch. Komm, geh sterben. So. Gut. Gut, 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 gut. Zack. So, dalle. Shadow Bombs can be used to destroy corruption. Destroyen wir mal Corruption. Gut. Nite muss da, nein. Nein, ja so. Und da gibt's eine Page of the Book of the Dead. Ne? Diese Seiten sind auch so eine Nebenquest, also muss man jetzt nicht unbedingt mitnehmen alles. Ja, ja, ist ja gut. Komm, rollst du nicht und rollst nicht von alleine rein, das ist nicht nett.
Ja, da kann Tod auch nicht rüberspringen, ne? Da. Oh mein Gott. Kommt man nicht drüber. Ist einfach impossible, da drüber zu kommen. Deshalb muss man erst nochmal hier, ne? Mit dem ganzen Schissdreck. Die Tür aufmachen. Weil es geht ja nicht anders. Tod kommt da ja nicht drüber. Er kann ja nicht springen. Ist ja nie agil genug, ne? Na gut, aber wenn er mit den Klöten da hängen bleibt, ich kann schon verstehen, dass man nicht rüberspringen will. Aber wenn man da irgendwie nicht ganz hoch genug springt und da hängen bleibt und alles, das kann schon wehtun. Kann schon wehtun. Das wünschen wir ihm ja nicht. Ja? Wir wünschen uns ja viele kleine Nephilim. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn man sich so die Lore mal anguckt, eher nicht. Eher nicht. So. Ich wünschte, es gäbe irgendwie eine Rennfunktion oder sowas. Also, die Areale hier sind schon sehr, sehr weit. Und man merkt, dass die so designt wurden, dass man sein Pferd von Anfang an hat. Fühlt sich stellenweise etwas leer an. Das werdet ihr in der zweiten Welt sehr stark mitbekommen, dass es etwas trist und farblos wird. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich glaube, was Gutes. Sieht aus, als wäre es was Gutes. Das freut mich. Ich glaube aber, da ist ein Timer dran. I should keep moving. I should keep moving ist so quasi der Teil vom Spiel, der einem dann sagt, hier, Kinder. Kinder! Beeile dich mal. Du hast nämlich nur begrenzte Zeit. So, haben aber unsere begrenzte Zeit doch ganz gut ausgenutzt, nicht? Kriegen wir ja hin. Zack, zack. Aber ich finde das Gameplay so vom Spielen her eigentlich ziemlich cool. Es gefällt mir doch sehr gut. Ja, ich müsste ehrlich gesagt Abomination World sogar nochmal lesen. Um da jetzt nochmal adäquat großartig was über die Lore erzählen zu können. Ich hatte es auf jeden Fall gelesen. Bevor Darksiders 2 rausgekommen ist. Vielleicht ist aber noch eine Kiste. Ich will die Kiste eigentlich noch mitnehmen. Aber hier ist noch der Schild. Ja, Journeyman Blätter. Interesting. Interesting. Warum sagst du interesting? Das ist eigentlich nur ein Dishplate. Du. Ich möchte nämlich noch meine Kistchen hier dran. Weil ihr wisst ja, wie loot-begeistert ich, wie geil ich eigentlich bin. Boah, Loot. Boah, da kriegt man ja gleich einen Ständer hier. Boah, ist das geil. Ich drücke schon wieder den falschen, aber ich will eigentlich auf O. Und die neuen Schuhe mir angucken. Die sind nicht so gut. Leider, Jottas, sind die nicht so gut. Na, jetzt kommen wir da natürlich auch nicht mehr drüber. Ach, Kacke. Kacke. Hoch. Nein, nicht. Du sollst nicht ganz hoch. Du sollst. Genau so. So habe ich mir das vorgestellt, mein Freund. Genau so. Huch, wo kommst du denn her? Na gut, wenn du die Fresse kriegen willst, von mir aus. So. Kenn ich nichts. Kenne ich nichts, Freunde. Kenne ich echt nichts. Wer mir so den Tag versauen will hier, indem er einfach meint, er könne hier kommen und mir auf die Omme geben, das geht ja so nicht. Das geht ja so nicht. Und wenn ich dann auch selbst in Lava springe, dann komme ich mir gleich sehr, sehr toll vor. Vor allem, wenn das Spiel dann sagt, nö, geh nochmal zurück, hau noch auf den Schalter drauf. Das ist ja nicht so repetitiv. Gell? Ist ja nicht so repetitiv. Na komm. So, rüber, runter. Die Sprungpassagen sind stellenweise auch echt etwas moppelkotzig. Ich finde es auch blöd, dass ich keinen Doppelsprung habe. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich einen Doppelsprung hätte. Warum kann ich mich an einen Doppelsprung erinnern, der nicht da ist? Vielleicht schalte ich ihn später noch frei. Leute, vielleicht schalte ich den einfach später noch frei. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich möchte dem Spiel jetzt auch nicht irgendwas unterstellen. Ja. In Dark Souls 1 hatte ich, glaube ich, einen Doppelsprung. Vielleicht liegt es daran, dass ich mir einen Doppelsprung erinnern kann. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich nicht zielen kann. Ich kann fast travel to town. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Man kann aus dem... Ja. Ein Arena-Kämpf schon. Jetzt sag mir nicht, du machst mir meine Kisten kaputt. Da ist Loot drinne. Da ist mein Loot drin, du Arschloch. Da war mein Loot drinne. Ich glaube, dir geht's so gut, Arschloch. Ich glaube, dir geht's so gut. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Das kann einem hier zwischendurch nämlich auch mal passieren. Autsch. Aber gut, dass man Tränke dabei hat, ne? Gut, dann nochmal die Gude. Na? Huch. Und nehmen wir mal auseinander hier. Ich glaube, dem geht's zu gut im Kern. Hau mir erstmal eine Kisten kaputt, die ich auch machen wollte, weil da mein Loot drin war, ja? Mein Loot. Okay. Kann ich damit jetzt irgendwas Geiles anfangen? Gucken wir nochmal. Weapons. Das ist eigentlich Dark Avenger. Level 5. Busanovs Axt. Und der Dark Avenger. Kann man den Dark Avenger verfüttern? Nee, kann man erstmal nicht. Das wollte ich jetzt nicht aushören. Aus. Böse. Wir haben Höschen. Das ist ja schön. Endlich mal Höschen, ne? Endlich mal. Give me loot. Give me the loots. I did it for the loots. I did it for the loots. Hui. Flumsi du. Irgendwie kriege ich gerade noch Hunger. Ich glaube, ich mache mir gleich noch was zu essen. Ich muss eh noch rendern hier ein bisschen. Und dann kann ich ein bisschen was essen. Ich habe nämlich die erste Folge noch gar nicht gerendert. Ja? Ich bin jetzt schon seit... Eine Stunde, mehr als eine Stunde hier nur für euch im Aufnehmen, Leute. Nur für euch, gell? Es ist nicht so, dass ich irgendwie Spaß an dem Spiel hätte und das hier irgendwie gern mache. Nee, ich mache das echt nur für euch, gell? Das ist voll uneigennützig von mir. Voll uneigennützig. Noch mehr. Ey, Jungs, ich brauche mal ein bisschen Mana-Potions. Ich habe kaum Mana-Potions. Aber man wird hier auch echt mit Potions totgeschmissen. Wortwörtlich totgeschmissen. Wird man hier tot? Wird man tot oder sagt man, glaube ich, so? Man sagt das so. Der Loot, der in diesen Kisten drin ist, ist natürlich randomisiert. Ja? Ist das deutsche Fachwort dafür? Randomisiert. Egal, was ich jetzt mache, ich mache es gerne. Oder auch wieder hier nur für euch. Nicht zum Progressen, auch nur für euch. Irgendwas habe ich gerade wieder verbrochen. Ich glaube, ich habe was Gutes gemacht. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, Lava freigelassen. Cold and completed. So, Cold drin ist completed. Ernsthaft? Das war's schon? Ditte war's? Ich dachte, hier kommt noch irgendwas Cooles. Naja. Then I was really mistaken, glaube ich. Aber gut. Gut, wenn das da Cold Run gewesen ist, ne? Wollen wir mit dem Spiel mal nicht
irgendwie arguen. Wir können hier aber mit dem Penner sprechen. The mountain has a voice. How did you? No, no, doesn't matter. You have done what we, what I, failed to do. You must take the good news to Alya as soon as you can. What is Mordant due? Mordant due is the venom those stingers get you with if you let them too close. You'll find them in Drenchfort. Walk softly though. Those stings are nasty. I found that dish you wanted. You're a good man. Much more so than your name would imply. I'm in your debt. No problem, mate. No problem. Skill point awarded. Und zwar, das finde ich sehr lustig. Wir müssen hier mal ein bisschen gucken, dass wir das alles so mal ein bisschen durchskillen. Aber wie gesagt, der Skillspiel gefällt mir ehrlich gesagt am besten. Und wir wollen zurück. Auch immer das, so geht das. Chart Pass, Chest. Hab ich den Chest verschlafen? The Scar. The Nook of a Lost Temple. The Weeping Crag. Shadow Gorge, The Fjord. Wir möchten zu Forge. Kann ich da irgendwie hinporten? Wie kann ich da hinporten? So? Ja, kann ich. Genau so. Das ist ja ultra porno mega geil, Tofte. Ja, von Ladezeit her geht es auch. Na, mein Freund, wir wollen nochmal, glaube ich. Wir spielen nochmal eine Runde gegen ihn. I saw the fire spreading. Tell me. Any eyebrows left under that mask? Surprise you've gotten. That's far. Na, mein Freund. Autsch. It did, my friend, it did. Come on, you're allowed to hit me, horseman. Finde ich auch cool, dass man mitten im, im Angriff auch noch dodgen kann. Allow me to show you how it's done. Zack. The battle is far from over. Ich weiß noch nicht mehr, was es hierfür gab. Ganz ehrlich nicht. Aber wir sind ja schon mal eigentlich recht gut dabei gerade. Da holen wir noch mal ein paar Ghule raus. Muss nur immer schön aufpassen, dass man selbst nicht getroffen wird. You're fast on your feet, but you're slow to get up. Come on, show me what you've got. Autsch, da bin ich getroffen worden, das wollte ich eigentlich nicht. Had enough of old Bess, have we? Hä? Warum? Ich hab doch gerade eigentlich ganz gut. Ich will nochmal. Revanche? Revanche? I'm surprised you've gotten this far. Na? Autsch. Ich mache immer mein Steam-Menü deswegen auch. Das finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. The battle is far from over. Vielleicht hat er mich auch fast getroffen. Na, mein Freund?
Allow me to show you how it's done. So irgendwie nicht, mein Freund. Ja. Autsch. Warum ist er jetzt wieder voll? Fuck. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Aber ich will nochmal. Ich kann es nicht lassen. Mir gefällt der Kampf irgendwie ziemlich gut. Ah, ich habe gar keine... Ups. Wrath-Energie dafür. Na, komm. Ich habe halt nur begrenzt Zeit zuzuschlagen. Deshalb nehme ich hier immer die schwere Waffe. Na? The battle is far from over. Sehe ich auch so. Wow. Warum ist er jetzt wieder voll? The fuck, ey. Ich darf mich, glaube ich, nicht von diesem einen Treffer treffen lassen hier. Aber es macht mir gerade echt so viel Spaß, gegen diesen Typen hier zu kämpfen. Autsch. So leicht meinst du nicht, mein Freund. You're fast on your feet, but you're slow to get up. Auch hier gibt es wieder schön Invincibility Frames, die man ausnutzen kann. Stimme ich dir zu. Das lasse ich die beiden Jungs machen. Na? Come on, show me what you've got. Jetzt hat er mich schon wieder getroffen. Dabei stand ich so weit weg. So, das wird jetzt aber hier. Autsch. Ich weiß echt nicht mehr so genau, was man hier bekommt, aber ich will das wissen. Wenn ich nur nicht so schlecht wäre. Okay, ich bin zu schlecht. Ach Manu. Naja gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier und geben unsere Main Quest ab und vielleicht machen wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen. Ich habe gerade echt sehr viel Spaß gehabt mit dem Typen und ja, das möchte ich gerne fortsetzen. Mit dem möchte ich sprechen. Horseman, the fire of the mountain flows again. Yes, freed by my hand. And Karns. Karn? That pup? He hasn't a clue. And yet, the forge burns once more. You know what awaits you, Ryder. To finish this, you must restore the tears. I'm not your errand boy, Maker. Aye, but our fates are now yoked. Help us, and we will help you. In the meantime, take this. It might be of use. Redemption. Now this pistol. It belongs to my brother, Strife. How came it here? I cannot say, but there are other goods you may barter for now as well. Restore the tears.
Then return to me. Ja, jetzt haben wir eine Wumme. Jetzt haben wir eine Wumme. So, Jungs, aber wir haben jetzt. Wir sind jetzt eigentlich bei den 30 Minuten, ja. Aber, weil ich eben so viel Spaß hatte, den Typen zu fighten, machen wir es nochmal. Ich würde mal sagen, dann machen wir 5 Minuten extra. Einfach nur den Kerl klatschen. Vielleicht kriegen wir den jetzt auch endlich mal weg. Ups. Das macht irgendwie nicht so viel Damage. Und ich drücke andauernd auf den falschen Knopf hier. Das ist etwas suboptimal. So. Lass mal wieder ein bisschen Gule fighten. Na komm. Nur mal ein bisschen Gude. Ich glaube, mit der Taktik einfach schießen und Gude holen, kriegen wir ihn wahrscheinlich auf kurz oder lang auch tot. Ihr seht, wie viel Mana das Ding uns wieder füllt. Und es ist eigentlich eine recht lustige Sache. Gebe ich dir recht. So, nochmal Gude. Aua, wo sind meine Gule hin? Wo sind meine Gule hin, Jungs? Natürlich nicht. Ich sollte nur mal ein bisschen besser aufpassen, habe ich das Gefühl. Haha. To show you how it's done. Oh, that must have hurt. Hat's auch, mein Freund, hat's auch. Das fand ich nicht nett. Na komm. The battle is far from over. Schon wieder. Ich mache noch das Steam-Menü auf. Das kotzt ein bisschen. Huch, wo sind meine schon wieder hin? Zack. Und Gule. Es läuft eigentlich so ganz gut. Okay, da haut er jetzt ziemlich heftig rein. Schon wieder Steam-Menü. Warum jetzt die Ghoul jetzt aber auch nicht auf ihn draufhauen, sondern eben auf die Dings hier, finde ich ein bisschen merkwürdig. Was war das denn jetzt? Hä? Habe ich es geschafft? Well, a battle won should never go unrewarded. You got lucky. Mayhaps I am too old to do this. Age isn't everything. So, you can fight an old warrior, but to earn your name, you'll have to do better than that. Baethir, Echidna, Argyll, these are what we makers call death. You kill them all,
and mayhaps I will grant you are the true Reaper. Sounds like a challenge. If I'm to be your executioner, I would hear more of those that I'm to kill. I will tell you what I know. Where can I find Baethir? Baethir and her kind once ranged across the Forge Lands, hunting us like cattle as we made this world our home. One by one, we hunted down and slayed the fell beasts. But Baethir, she made herself a deep burrow and slithers out only to feed. I only know that she's a beast of fire and smoke and that she's made her lair beneath the earth. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Cue, um aufzuhören. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Tschüss.